alle Spiele der Regionalliga West. Live und on demand auf Sport Total. Zählt nochmal durch, ob alle 11 Mann da sind pro Team. Und dann geht's jetzt gleich auch los mit der Partie Wuppertaler SV gegen den FC Köln U21. Köln von rechts nach links. Peitz will direkt mal Güler schicken, der im Abseits war. Serhat Semigüler als Stoßstürmer, der Topscorer der Regionalliga mit 22 Scorerpunkten. Jetzt die Möglichkeit zum 1-0 Patzler. Starke Parade von Sebastian Patzler. In der Liga geht's um nichts mehr, außer natürlich die höchstmögliche Platzierung im Abschluss. Und im Pokal ist man auch raus. Rodriguez Pires. Demming. Erster Abschluss. WSV. Zweitliga, Drittliga erprobt. Güler, Hanke. In der Mitte ist Tobias Peitz. Und der ist ja frei wie sonst was. 1-0 für den Wuppertaler SV. Und so frei ist der Peitz ja das letzte Mal in der F-Jugend zum Kopfball gekommen. Hanke, perfekte Flanke, Peitz zwischen zwei Leuten durch. Und dann war der komplett blank und nickt das Ding da zur Führung für den Wuppertaler SV ein. 1-0. Und dass der Philipp Hanke flanken kann, das sollte mittlerweile bekannt sein in der Regionalliga West. Aber Köln gibt weiter Gas. Und die nächste große Chance. Mittelstädt, auch der blank. Weiter weg vom Tor und bei weitem nicht so stark und platziert. Auch der Ball, kein Problem für Sebastian Patzler. Da kann Patzler rauskommen und verhindert. Da haben sie aber Glück. Huiuiui. Also auch da. Maximilian Schmid. Die Kölner in den ersten 10 Minuten mit Fahrkarten über Fahrkarten. Einmal Pfosten, einmal war Sebastian Patzler zur Stelle. Also einmal hätte es durchaus schon klingeln können im Kasten des WSV, der seinerseits brutal effizient ist bis jetzt und aus einer guten Torchance auch die Führung gemacht hat. Wieder Sebastian Patzler. Nordbeck, toller Ball Richtung Mittelstädt. Der schließt ab am langen Pfosten dann doch deutlich vorbei. Mit Zug zum Tor, Leon Schwerz, Durin Berisha. Durin Berisha mit der riesigen Chance, die Führung des WSV auszubauen. Perfekte Position, Mitte, 16,57 Meter vor dem Tor. Und dann fliegt der Ball in die Mauer und es gibt den Elfmeter. Und Geld für Tobias Peitz. Von hier oben schwer zu sehen. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, dass wir da nochmal drauf gucken können. Unter Umständen. Auf jeden Fall eine Situation im Eifer des Gefechts schwierig zu sehen. Sie standen alle sehr, sehr eng beieinander. Nein, also für mich kein Elfmeter, bei aller Liebe. Tobias Peitz geht mit dem Kopf runter, hat beide Arme am Körper vorne dran. Also wenn sie die Chance nicht nutzen, die Kölner. Joshua Schlürten gegen Sebastian Patzler. Und den nagelt er da rein. Und das ist der verdiente Ausgleich für die Kölner in der 43. Spielminute. Verlädt Sebastian Patzler da ohne jede Chance einmal genau in die andere Ecke rein. Und unterm Strich völlig verdient der Ausgleich. Hagemann will den rüberbringen auf die rechte Seite. Der rutscht wirklich durch. Agnes Tanli da. Demming, Hagemann. Gut durchgelassen von Lukas Demming dann in dem Moment.
Und wieder in der Vorwärtsbewegung fast der Ballverlust beim WSV. Das machen die Kölner stark. Lassen nicht nach. Mittelstädt, Patzler. Na, Jumbe, Schneider, Güler, der ist jetzt durch. Und das kann der Güler eigentlich. Der dann auch nochmal mit viel, viel Tempo arbeiten soll. Patzler! Was für eine Parade! Richtig, richtig stark! Szenenapplaus da für den Keeper des WSV. Und es war wieder Hendrik Mittelstädt. Der hat schon Chancen für 3 Spiele gehabt. Na, Jombe wieder mal da gewesen. Pierre Na Jombe macht ein gutes Spiel da auf der rechten Defensivseite der Kölner. An dem langen Ball auf Suchanek. Und das 2-1 für die Kölner, Mittelstädt. Und das haben sie richtig stark ausgespielt. 67. Minute. Und da hat der Mittelstädt endlich sein Tor. Der lange Ball auf Vincent Suchanek mit Tempo. Und beim WSV kommen sie gar nicht hinter den Ball. Die Rückwärtsbewegung passt überhaupt nicht. Der da einiges an Geschwindigkeit mitbringt. Erstmal die Ecke. Leon Schwers. Und das wäre fast das 2:2 geworden. Hagemann bleibt dran. Ganz, ganz wichtige 3 Punkte, die man dann sammelt, zumal Bocholt gestern bei Fortuna Köln verloren hat. Man könnte also nachlegen. Und es gibt die Ecke für den WSV. Levendon Richtung Prokop. Tobias Peitz. Peitz! Kategorie Tor des Monats hätte es werden können. Bei dem Duell mit Prokop. Peitz zieht einfach ab. Hagemann gegen Najombe. Hagemann, das ist der Elfmeter. Und da habe ich ihn gerade gelobt, den Pierre Najombe. Und dann ist es der klare Elfmeter. Ja, sehen wir uns nochmal an. Das ist das, was Kevin Hagemann kann. Geht in den Strafraum rein. Einmal rechts, einmal links. Najombe lässt das Bein stehen. Hagemann nimmt das Ding dankend an und dann gibt es den Elfmeter. Saisontor Nummer 4, Fragezeichen. Ja! Roman Prokop mit dem Ausgleich für den WSV in Minute 91-92. 2,5 Minuten sind noch auf der Uhr. Läuft an, verzögert im richtigen Moment. Julian Roloff, genau in dem Moment knickt er ein und dann kann der Prokop sich die Ecke aussuchen. Markiert sein 4. Saisontor. 1 Punkt oder 3 Punkte. Die 988 stehen. Levendon. Demming hat dann nochmal die Chance auf dem Kopf. Aber es reicht nicht. 2:2. Der Endstand im Stadion am Zoo zwischen dem Wuppertaler SV und der U21 vom FC.